Barcelonas Trainer Johann Cruyff schnuppert Betzenberg-Atmosphäre. Er ahnt, dass es für seine Mannschaft ein harter Gang wird. Wie tippen die Fachleute? Den weiten Weg habe ich gemacht hier ohnehin. Ich will ein tolles Spiel sehen. Ich hoffe, das wird ein tolles Spiel. Und ich tippe, mein Tipp ist leider 3-1 für uns. Ne? Barcelona ist halt gefährlich im Konter. Ja. Und ich schätze, dass die sind immer gut für ein Tor. Und das müssen wir halt verhindern. Ne? Aber mein Tipp ist halt 3-1. Leider sollte er recht behalten. Zuerst aber stand der Betzenberg in Flammen. 35. Minute, Eckball von Kunz, der Torwart verfehlt, 1-0 für den ersten FC Kaiserslautern. Die Aufholjagd hatte begonnen. Auch die Zeitlupe gibt keinen Aufschluss darüber, ob Hottic mit den Haarspitzen noch an den Ball gekommen war oder ob dieser Treffer eigentlich Kunz gut geschrieben werden muss. Die geforderte Zugabe kommt in der 49. Minute. Wieder Eckball, Funkel verlängert und dieser Treffer geht eindeutig auf das Konto von Hottic. Nun hat der erste FCK nach den beiden Gegentoren von Barcelona gleichgezogen. Die Fans völlig aus dem Häuschen. Die Lautre kämpfen, wie man sie selten kämpfen sah. Und die 75. Minute bringt dann auch den dritten Treffer. Goldbeck erzielt ihn. Nun steht der erste FCK in der nächsten Runde. Einnahmen von 8 Millionen sind zum Greifen nah. Und dann passiert es. Scherr und Kranz können den Kopfball von Baquero nicht verhindern. Torwart Ehrmann steht im kurzen Eck, im langen schlägt der Ball ein. Ein absolut vermeidbarer Treffer. Trainer Feldkamp zur Salzsäule erstarrt. Die Spieler des FCK buchstäblich am Boden. Hier Stefan Kunz. Marco Haber von Weinkrämpfen geschüttelt. Reaktionen nach dem Spiel. Ich habe den Sieg schon nach Hause schauten gesehen. Ja, okay, war einfach ein grober Abwehrfehler. So ein Minute Verschuss darf sowas nicht passieren. Da muss man am Trikot reißen, den umstoßen. Ja, was muss da passieren? Aber kein Tor durfte mehr fallen. Ja, jetzt ist in der Tat die Welt zusammengebrochen. Aber es geht weiter bei uns. Bundesliga steht wieder am Samstag vor der Tür. Ich kann den Spaniern nur alles Gute wünschen. Es war ein Spiel. So habe ich noch keins hier auf dem Betzenberg erlebt. Ein Schlagabtausch, einmalig und der Glücklichere hat jetzt gewonnen. Also an das Geld habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich bin einfach unendlich traurig, weil die großartige Leistung der Mannschaft nicht belohnt worden ist. Da ging es überhaupt nicht mehr ums Geld. Es war so, dass wir heute so ein bravuröses Spiel gespielt haben, wie ich es am Betzenberg schon ewig nicht mehr gesehen habe. Sicher seit 9 Jahren, seit damals. Und das ist einfach unverdient. Und das ist der Punkt, der mir so wehtut, nicht das Geld. Da würde ich lieber gar keine Einnahme erzielen und dafür eine Runde weiterkommen.